Ja, zugegeben, der Name Miesmuschel klingt jetzt nicht unbedingt besonders lecker, aber die Meeresfrüchte sind eine absolute Delikatesse und es gibt sehr gute Neuigkeiten für alle Miesmuschel-Fans und zwar aus dem Osten. Wir von Galileo haben den Weg der neuen Miesmuschel begleitet. Miesmuschelzucht gibt es in Deutschland nur in der Nordsee. Falsch. Auch in der Ostsee gibt es seit kurzem eine Muschelfarm. Die steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber geerntet wird die schmackhafte Delikatesse bereits. Und wir sind mit von der Partie. Wir sind die einzige Aquakultur für Miesmuscheln in der deutschen Ostsee. Mit seinem Start-up hat Tim Stauffenberger jetzt sogar den Gründercup in Kiel gewonnen. Kurz nach Sonnenaufgang beginnt der Arbeitstag für ihn. Der Meeresbiologe erntet die Schalentiere zweimal in der Woche und verkauft sie fangfrisch direkt von Bord seines Kutters. Direkt vor uns kommt jetzt die Farm in Sicht. Das sind die gelben Spierentonnen. Das ist ein Sperrgebiet, ein Rechteck, wo keine andere rein darf außer uns, weil dazwischen sind nämlich Leinen gespannt. Und wenn man nicht weiß, wo die sind, hängt man ganz schnell da drin und kommt nicht mehr los. Derzeit züchtet er an insgesamt 9 etwa 100 Meter langen Leinen. Voll bewachsen wiegt eine Leine bis 5 Tonnen. Jeden Montag nehmen wir eine Probe, und zwar fürs Gesundheitsamt. Die Muscheln werden einmal die Woche überprüft. Und das geht immer vorm Ernten. Das machen wir jetzt gerade. Hier ist um einiges weniger dran, als ich gedacht habe, aber gut. Die gehen jetzt relativ einfach ab, weil sich die Jungen über die Alten setzen. Das sieht man auch hier unten. Die sind in Lagen drin und unten drunter kommen die Großen zum Vorschein, die ich haben möchte. Ich schmeiß jetzt komplett hier einmal rauf. Die Probe ist laut EU Pflicht und wird genau kontrolliert. Die zu kleinen gehen jetzt gleich über Bord. Und die mit der richtigen Größe kommen in unseren Sammelkorb. Wir sind die einzige Aquakultur für Miesmuscheln in der deutschen Ostsee. In Dänemark gibt es ganz viele. In der Nordsee gibt es natürlich auch ganz viele, aber in der deutschen Ostsee gibt es bisher nur uns. Das hat mit einem langen Genehmigungsverfahren zu tun. Deswegen war es zuerst ein Forschungsprojekt und jetzt ist es ein Projekt eben, um wirklich damit kommerziell auch Muscheln zu machen. Eine Aquakultur ist eine kontrollierte Aufzucht von im Wasser lebenden Organismen. Vom Prinzip her so, wie wenn der Bauer sein Feld bestellt. Die besten Bedingungen, um Miesmuscheln zu züchten, sind eigentlich die natürlichen. Hier haben wir wahnsinnig viel Glück, weil wir noch genug Salzgehalt haben, dass wir große Miesmuscheln kriegen. Und wir haben hier praktisch in den Wintermonaten auch noch die Möglichkeit, dass wir so beschützt sind, dass wir hier noch rankommen. Das Besondere an der Ostsee-Miesmuschel, ihre dünne Schale und das viele Muschelfleisch. Ich nehme gerade 8 Euro pro Kilogramm und das ist natürlich ein stolzer Preis. Der kommt einfach daher, weil ich ziemlich viele Sachen bezahlen muss, wie zum Beispiel den Lebensmittelkontrolleur. Dann habe ich natürlich auch noch die Biozertifizierung und was am meisten drin ist, ich habe hier ziemlich viel Handarbeit drin. Wir haben zwar eine Sortiermaschine, aber das wird alles von Hand nochmal nachsortiert und wir sind einfach klein. Ich mache 10 Tonnen im Jahr und nicht 10 Tonnen am Tag. Die Probe wird steril verpackt, damit ja keine fremden Keime das Testergebnis später verfälschen. So, und die kommen dann wieder einmal zurück. Knapp eine Stunde später ist Tim zurück an Land. Dort erwartet ihn schon Lebensmittelkontrolleur Marc Reier. Diese amtlichen Proben werden jetzt weitergesandt ins Landeslabor nach Neumünster. Und da werden sie untersucht. Da werden verschiedene Untersuchungsreihen durchgeführt, sprich Eigentoxinuntersuchungen und mikrobiologische Untersuchungen, ob halt die Grenzwerte und allgemeinen Werte nach der EU-Verordnung eingehalten werden. Bisher hatte Tim Stauffenberger damit noch keine Probleme. Mit einem Grund, warum die Leute dem Muschelfarmer die Ernte aus den Händen reißen. Arbeitsbeginn für die Erntehelfer Mia und Björn. 6 bis 8 Stunden auf See liegt vor dem dreiköpfigen Team. Alles unter der Voraussetzung, dass das Wetter nicht plötzlich umschlägt. Erste Erntevorbereitungen trifft das Team bereits während der Fahrt. Reling auf! Reling auf! Die Bojen zwischen den langen Leinen sorgen für ausreichend Auftrieb. Die bis zu 5 Meter langen Muschelsocken, die senkrecht in der Förde hängen, dürfen nicht den Boden berühren. Denn die Muscheln sind ein gefundenes Fressen für Krebse und Seesterne. Zieh, 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 zieh. An den Einhaken. Mir einmal Bootshaken geben hier. Hochziehen mit dem Kran.
Zieh. Und ihn vorne nach vorne drehen. Rechte Seite. Und ein bisschen ausfahren. Nach oben. Ah, gut. Okay. Gehen wir einen Tick weiter nach vorne, damit wir darüber kommen. Machen wir erst die Tragleine ein bisschen frei. Die schönen Muscheln. Aber ohne die schönen Muscheln läuft das Seil viel besser über die Führung durch. Deswegen müssen wir die obere frei machen. Besser das, als dass uns das runterspringt. Der Kran hieft jetzt die tonnenschwere Langleine hoch. An ihr hängt eine 60 Kilo Muschelsocke mit gut einem Drittel erntereifer Muscheln. Jetzt haben wir einmal die gesamten Socken rausgeholt. Das hier ist Polypropylen, weil es einmal lebensmittelecht ist und weil es komplett rückstandslos verbrennt. Und da geht es auch hin, das ist der einzige Abfall, den wir produzieren. Nehmen wir rein und nehmen wir auch wieder raus. Unverzichtbar die Entklumpungsanlage. Also ich mache das so 4, 5, 6 Stunden am Tag und dann machen wir dann 150, 160 Kilo durch am Tag. Die Anlage trennt die Muschelklumpen. Anschließend sortiert eine weitere Maschine die Schalentiere nach Größen. Mia füllt nur die 5 bis 6 cm großen Muscheln in den Verkaufssack. Also wir müssen schon ziemlich viel wegwerfen, da die einfach zu klein sind und erst fürs nächste Jahr eigentlich wären. Aber mit den anderen mit hochgeholt werden. Im Winter ist Erntezeit. Zu dieser Jahreszeit sind kaum Keime oder Algengifte im Meer vorhanden. So, der Sack ist jetzt voll, jetzt muss der nächste ran. Fortpflanzungszeitraum ist Mai und Juni. Pro Muschel werden 1 bis 2000 Larven freigesetzt. Sie wachsen mit natürlichen Nährstoffen aus dem Fördewasser heran. Miesmuscheln heißen Miesmuscheln, weil sie nicht mies schmecken, sondern weil sie aus dem Norddeutschen her einen moosigen Bart haben. Weil so eine Miesmuschel hält sich damit nämlich fest. Das ist mit der Fortbewegung dabei, das sieht man. Hier dran hat sie immer ein Bärtchen. Und man hat auch festgestellt, so eine Miesmuschel kann auch verdriften. Die hält praktisch die Luft an und sagt, ich atme jetzt mal nicht mehr aus. Und dann fängt die an zu schweben. Und dann schwimmt die einmal durch die Gegend und sagt, hier gefällt es mir wieder, lässt los. Also sprich, atmet aus und sinkt dann wieder zu Boden. Etwas mühselig gestaltet sich die Weiterverarbeitung der Schalentiere. Ein ewiger Kreislauf. Das Team erntet und sorgt gleichzeitig für genügend Nachschub. Denn in die strumpfähnlichen Säcke kommen die 3 bis 6 Monate alten Muscheln für die nächste Ernte. Die bringen wir jetzt noch auf die Farben, sprich, die hängen wir jetzt auf und los geht's, damit sie nächstes Jahr dick und fett sind. Der Muschelfarmer will seine Zucht um 100 bis 200 Quadratmeter erweitern. Dann könnte er 30 Tonnen pro Jahr in der Ostsee produzieren. Zum Vergleich, in der Nordsee werden rund 100.000 Tonnen Miesmuscheln geerntet. In der EU beträgt die angelandete Menge pro Jahr 550.000 Tonnen. Okay, und loshaken lassen. Miesmuscheln ernähren sich vom Plankton im Wasser. Sie werden also nicht extra gefüttert. Die Muschelzucht in der Kieler Förde hat Tradition. Denn bis vor etwa 120 Jahren hielt der Anbau die Fischer hier im Winter finanziell über Wasser. Die Reste kommen jetzt noch über Bord. Da freuen sich dann natürlich unsere Möwen. Und die, die überleben, machen unten eine neue Muschelbank. Na, heute haben wir so in etwa 50 Kilogramm geholt. Das entspricht auch etwa den Bestellungen. Normalerweise machen wir 100 bis 150 Kilogramm. Da wir jetzt aber schon praktisch vorbei sind, weil die uns so aus den Händen gerissen wurden, ist praktisch nichts mehr da. Es ist noch nicht einmal Erntehalbzeit und Tim ist bereits ausverkauft. Gerade mal 2 Tonnen konnte er ernten. Der Grund dafür waren starke Winterstürme. Doch einen seiner Abnehmer lässt er trotzdem nicht hängen. Alexander Stieler ist Chef vom Schiffercafé. Moin Tim. Moin Alex. Frische Muscheln für dich. Ja, das habe ich mir gedacht, deswegen wir hier. Wie bestellt. Mach's voll, wie immer. Gerne. Ja, so habe ich das gern. Ne. Alles klar. Dann. Danke. Gutes Zubereiten. Tschüss. Nächstes Jahr möchte Alexander ein Muschelrestaurant eröffnen. Die Muscheln, kommen ja ganz frisch aus dem Wasser, habt ihr ja gesehen. Die haben noch ihre Fäden, ihre kleinen Tierchen. Die müssen runter, schmeckt nicht. Wichtig, nur geschlossene Muscheln verwenden. Frisch gekaufte kühl lagern und spätestens am nächsten Tag verzehren. Fertig, letzte Muschel. So, haben wir genug Muscheln?
Das ist der Ausschuss. Das kann sich sehen lassen. Für Miesmuscheln in Weißweinsoße braucht Alex Sellerie, Lauch, Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, eine Flasche Weißwein, Lorbeerblätter und 2,5 Kilo Muscheln. Zuerst Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl anschwitzen. Eine Handvoll Lorbeerblätter. Immer gut. Anschließend die in Würfel geschnittenen Karotten sowie Sellerie und Lauch dazugeben. Das Ganze mit Weißwein aufkochen lassen. Der Sud entsteht. Und wenn der so richtig schön durchgezogen ist, so richtig schön kocht, das, was er jetzt gerade tut, dann ist für die Muscheln der Zeitpunkt gekommen. Und genau das machen wir jetzt. Rin in den Topf. Ja, einmal rühren und jetzt so lange kochen, bis sich alle Muscheln geöffnet haben. Also so 12, 15 Minuten. Und jetzt müssen wir noch einen Moment warten. Das sieht schon sehr gut aus. Alle oder fast alle Muscheln auf. Traditionell werden Muscheln nur in den Monaten mit R verzehrt. Denn im Sommer fressen sie Algen, die der Mensch nicht verträgt. Guten Appetit. Ja, wunderbar. Dankeschön. Dankeschön. Am besten lässt sich das Muschelfleisch mit einem leeren Schalenpaar herausnehmen. Das ist auch gemäß Etikette erlaubt. Für Ungeübte tut es aber auch die Gabel. Und wie schmecken die Miesmuscheln aus der Ostsee jetzt? Kein bisschen sandig. Nee. Es schmeckt ganz großartig, es ist sehr, sehr lecker. Ich kenne Muscheln nur von der Nordsee. Ich muss sagen, also das hat was. Kann man empfehlen, ja. Miesmuscheln sind auch noch gesund. Sie enthalten Zink, Jod und jede Menge Vitamin A. Immer noch nicht überzeugt? Gut, außerdem sind sie sehr eiweißhaltig und haben wenig Kohlenhydrate. Guten Hunger!